Ja, vor dem Reichstag in Berlin steht übrigens auch ein Weihnachtsbaum. Drinnen im Bundestag sitzt man lieber. Seit 3 Monaten sollen sich die 614 Abgeordneten im neu gewählten Parlament um die Belange der Deutschen kümmern. Darunter 9 Abgeordnete, die auf den Namen Müller hören. Nicht alle sind alte Hasen im Politgeschäft. SPD-Mann Detlef Müller aus Chemnitz und CDU-Mann Carsten Müller aus Braunschweig sind neu dabei. Der eine ist gelernter Lokführer, der andere Rechtsanwalt. 2 Müllers mit 2 Missionen. Wenn Detlef Müller in sein Büro kommt, dann macht es erstmal Klick. Der Schwibbogen muss leuchten, ein Stückchen Heimat in der Fremde. Kaum 3 Monate ist es her, da war Müller Lokführer bei der Erzgebirgsbahn Chemnitz. Jetzt sitzt er in Berlin, im deutschen Parlament. Carsten Müller bei der Weihnachtsfeier in einem Berliner Restaurant. Zielvorgabe: Kennenlernen unter niedersächsischen CDU-Abgeordneten und Mitarbeitern. Denn auch Carsten Müller ist jetzt MDB, Mitglied des Deutschen Bundestages. 3 Buchstaben, die Leben komplett verändern können. Ein Blick zurück. Und um 14 Uhr Fraktion, da steht. Oktober, 4 Wochen nach der Wahl. Den Start in Berlin hat sich Carsten Müller irgendwie anders vorgestellt. Als Rechtsanwalt in Braunschweig hatte er wenigstens ein richtiges Büro. Hier dagegen Kisten, Chaos, Katzentisch im Büro eines Parteifreundes. Von ihm hat er auch die Mitarbeiterin übernommen. Wenigstens eine, die sich im Wirrwarr auskennt. Vielleicht mögen Sie mit anfassen. Also, wir können immer hilfreiche Hände gebrauchen. Gehen wir mal rüber in die Räume und schauen uns mal an, wo es denn dann hin soll. Ja? Okay. Denn das ist die gute Nachricht. Das neue Büro kann besichtigt werden. Es liegt in einem der Gebäude rund um den Reichstag und ist gerade frei geworden. Die schlechte Nachricht: noch immer gibt es kein Telefon. Die Verwaltung meldet sich irgendwann. Ist auch möglich. Herr Müller, erster Eindruck. In Ordnung. Nicht opulent, aber es soll ja auch gearbeitet werden. Also insofern schön hell. Welche Arbeit genau Müller machen wird, er weiß es nicht. Entscheidend ist, in welchen Ausschuss er kommt. Sein Traum: Finanzen oder Haushalt. Ob es klappt, entscheidet die Fraktion. Und zwar nur die Chefetage. Zur selben Zeit in einem anderen Gebäude. Detlef Müller auf Erkundungstour mit seinem Mitarbeiter. Ebenfalls übernommen. Ein guter Führer durch das Raumschiff. Der Lotse kennt auch die versteckten Pfade, wie den Tunnel unterm Reichstag. Und auch den Weg zum Postfach Müller. Der wichtigste Brief ist noch nicht da. Antwort auf die Ausschusswünsche. Detlef Müller hat Verkehrsausschuss geschrieben. Logisch, als Mann der Eisenbahn. Seinen neuen Arbeitsplatz findet Müller traumhaft und gerade deshalb so gefährlich. Man muss da aufpassen, dass man sich nicht in eine Scheinwelt reinflüchtet und sagt, das ist so unwahrscheinlich wichtig, Sie haben es vor uns gesehen, die Türen gehen von alleine auf. Ein Anruf genügt und es steht eine schwarze Limousine vor der Tür und fährt sie dann irgendwo in Berlin rum, wo sie gerne hin möchten. Ich weiß nicht, ob das alles nötig ist, ich brauche es nicht. Eine Woche später, immer noch keine Nachricht vom Ausschuss, dafür Premiere, Plenumssitzung. Zum ersten Mal im blauen Sessel. Detlef Müller ist schon ganz früh da, um einen guten Platz zu kriegen und wegen der Nervosität. Ich habe relativ unruhig geschlafen heute Nacht. Es ist ja schon was Besonderes. Ich war zwar schon mehrfach im Bundestag, allerdings nur auf der Zuschauertribüne, habe mir das alles von oben angesehen. Und wenn man dann doch das erste Mal hier unten reingeht, in den Plenarbereich, haben wir schon ein bisschen die Knie geschlottert. Es ist schon ein ganzes Stück Verantwortung, was man hier trägt. Auch Carsten Müller wartet schon, natürlich bei den Unionskollegen. Reihe 7 am Gang. Jerzy Montag, Marlene Mortler. Aufruf zur Abstimmung. Gleich ist es soweit. Zum ersten Mal erklingen im Hohen Hause ihre Namen. Gerd Müller, Hildegard Müller, Carsten Müller, Detlef Müller, Michael Müller, Peter Müller. Es folgen aufregende Wochen. Detlef Müller bekommt überraschend einen neuen Parteichef. Carsten Müllers Vorsitzende wird Kanzlerin, gewählt auch vom roten Namensvetter. Koalitionsdisziplin auf Müller-Ebene. Schließlich Mittwoch dieser Woche. Carsten Müller auf dem Weg zum Ausschuss. Es hat nicht ganz geklappt. Bei den Finanzen ist er nur Stellvertreter. Stattdessen Bildung, Forschung, Technikfolgenabschätzung.
Passt ganz gut zu meinem Wahlkreis, weil Braunschweig Forschungsregion Nummer 1 in Europa ist und wir eine Vielzahl von Forschungseinrichtungen haben und jedenfalls von den interessierten Kreisen in Braunschweig das mit großer Begeisterung aufgenommen worden ist. Auch Detlef Müller scheint zufrieden. Er wollte in den Verkehrsausschuss, stattdessen Umwelt, Naturschutz, Reaktorsicherheit. Das liegt nicht allzu fern. Also eine natürliche Reaktorsicherheit war für mich in der Kommunalpolitik bisher kein Thema. In Chemnitz steht kein Kernkraftwerk. Allerdings bin ich ja seit 11 Jahren Stadtrat und auch mit den Themen Umwelt in meinem Ausschuss in Chemnitz mit vertraut. Müller, Chemnitz, SPD trifft Müller, Braunschweig, CDU. Dazu war noch keine Zeit. Aber winken wäre möglich. Die Ausschüsse tagen nebeneinander. Zurück zur Niedersachsen-Weihnachtsfeier. Die Stimmung noch immer eher dienstlich. Allzu ausgelassen mit Kollegen, das ist nicht Carsten Müllers Stil. Denken Sie, dass Sie sich durch diese Tätigkeit verändern werden, persönlich? Wenn jemand von sich sagt, er will sich nicht mehr verändern, ist er, glaube ich, nicht gut beraten. Ich werde mich natürlich verändern und ich hoffe, dass es zum Vorteil gereichen wird. Detlef Müller sieht das anders. Er hat seine Freunde schwören lassen. Wenn er sich zu sehr verändert, dann holen sie ihn schnell zurück. Zurück ins Erzgebirge. Zurück vom Raumschiff Bundestag.